Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. Ja, wir haben unseren ersten richtigen, mehr oder weniger offiziellen Boxkampf. Mal schauen, was daraus wird. Er ist gar nicht so klein, auch doch, er ist ein bisschen kleiner als wir, aber ehrlich gesagt nur ein bisschen kleiner. Okay. Ah, da 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 da. Ja, genau. Oh, das war jetzt aber knapp. Also hätte ich aber fast. Ja, das stimmt wohl. Deshalb haben wir auch im Stil der italienischen Pizza gekämpft. Oh ja. Ach so. Abmarsch! Du kommst zu spät zur Arbeit. Ich will heute nicht arbeiten. Warum nur ich? Oh, ich glaube, ich muss niesen. Ah, doch nicht. Okay. Gut. Hört mal, Mr. Galanti hat Vito heute freigegeben. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Scaletta. Gut. Alles mit klar. Vito. Trainieren wir noch ein bisschen? So ähnlich. Wart's ab. Ah, so ähnlich. Was heißt denn so ähnlich? Ist denn hier die Waffenausgabe? Nein? Okay. Dann nicht. Oh, mal schauen. Morgen, Junge. Morgen, Mr. Galanti. Moin. Gibt's heute kein Training? Nicht direkt. Die Schwarzen haben uns herausgefordert. Aber ich will nicht riskieren, dass Pepe vor seinem großen Kampf gegen O'Neill was abkriegt. Am besten du springst ein. Wird eine gute Übung für dich. Komm schon. Okay, und der nächste Kampf? Der Kerl, gegen den du boxst, ist ein zäher Hund. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend. Dann vergisst er seine Deckung. Das ist deine Chance. Okay, los geht's. Mach mir keine Schande. Warte, wie konnte man mal. Den weißen Schwuchtelpüppchen versohle ich den Hintern. Den hey. Ich so durch, dass es seine Großmutter noch spürt. Jo, was zur Hölle? Ist klar, ihr Bleichgurken verliert. Los, du Heulsuse. Egal, ob er gewinnt oder verliert, das wird ein Zuckerschlecken für den Penner. Richtig. Warte mal, wer ist der Penner? Achso, ich bin der Penner. Nicht einmal der Oberstimme vermöbelt. Leg los, Vito. Zeig den Rußkörper, der der Boss ist. Deine Oma hat ihn verprügelt? Warum das denn? Legt sich während der Arbeit auf die faule Haut. Jetzt pack ihn, Vito. Ja, komm. Das ist deine Chance. Packen und Kombo. Bevor der gewinnt, werde ich Präsident. Ja, genau. Verdammt gut gemacht, Junge. Verdammt gut. Dein Anteil, Vito. Hast ihn dir verdient. Achtung, Wärter im Anmarsch. Was ist das hier? Gruppenwichsen mit Anfassen? Mitkommen, Scaletta. Besuch für dich. Besuch für mich? Warum kann ich hier drin eigentlich nicht rennen? Oder laufen zumindest. Hallo, Vito. Hey, Franny. Wie geht es dir? Oh, die Familie. Sehr gut, danke. Und wie läuft's so? Tja, ich bin hier, weil ich dir was sagen muss. Ich werde heiraten, Vito. Oh, Madonna, das ist toll. Eigentlich hätte er mich vorher um Erlaubnis fragen müssen, aber ich freue mich für dich. Du bist im Gefängnis, Vito. Das ist doch furchtbar. Wie konntest du es so weit kommen lassen? Der Richter hat mir schon eine Standpauke gehalten. Ich brauche nicht noch eine. Sei so nett. Lass uns das Thema wechseln. Vito, ich muss dir noch was sagen. Es geht um Mama. Raus damit. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank, schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Hör zu, Franny.
Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama auf. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Ach ja. Wiedersehen. Eine Woche später. Los, los, Skelette! Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein! Ach, komm schon, wirklich. Habe ich mein Regal immer noch nicht repariert? Naja. Naja, gut. Hab zum Latrinendienst. Okay. Was haben wir hier? Ach so, einfach nur ein... So etwas wie eine Revisionsklappe, Revisionsschacht, keine Ahnung. Ja. Ab auf den Putt. Du bist also die neue Putzfrau, hm? Komm mit. Figlia mia, guttanara, mamma mia, pensaccia tu. Sette pilo, piscaioli, isse vai, isse vene, sempo lupa. Da sollte also ein Italiener bei sein, ja? Hey, haltet jetzt die Klappe! Und zwar alle! Alter, wir kriegen das Klo so kaputt. Da war sonst nichts hier drin, ne? Nee. Ja, komm. Das glänzt zwar nicht, aber... Ja, ein bisschen vielleicht. Reicht. Das noch ein bisschen. Ist das so gut, Herrn O... Wo hängt's, Mann? Putz weiter, sonst setzt's was. Ist das dein Ernst? Oh, kleiner Will. Wichser. Unglaublich, ey. Boah, ich hoffe, wir haben alle Badelatschen mit. Dreck. Putz das nochmal. Nein, das ist genauso sauber wie das andere. Will er mich ver... Hast doch nur so eine große Fresse, weil du einen Stock hast, ne? Freundchen, pass auf, ich habe einen Schwamm, der in der Toilette war. Mit mir würde ich mich nicht anlegen. Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kroppzeug unter die Dusche gehen. Vorwärts. Sehr freundlich. Okay, Skeletta. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich darf. Ach ja. Oh, aber duschen gehen hier. So. Duschen geht nicht. Hallo? Hä? Ah, okay. Ja, wunderbar. Wer hat denn hier eben gesungen? Wieso dauert das so lang? Bewegt eure Arsche! Hey, Frankie. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und rauch meine Kippe. Geht klar. Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Okay. Ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Schwuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Wir können es auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Oder noch besser. Fick dich selbst. Okay. Ich mag sowieso lieber hart. Der hat irgendwie ein komisches Gesicht, oder? Es ist irgendwie, keine Ahnung, zu groß. Zu groß. Es sieht nicht richtig aus. Beeil dich, Envy, wir haben nicht viel Zeit.
Mein Gott. Ja, kriegst du doch. Los, mach ihn fertig. Ja, komm. Scheiße, der kann kämpfen, was? Ja, natürlich. Ich musste als Kind schon meine Pizza verteidigen. So. Fräulein. Der nächste. Oh, jetzt kommen wir doch bestimmt wieder ins Loch, oder? Eine kleine Bestrafung. Komm. Komm, komm. Achso. Ist schon soweit. Okay. Hey, hey! Moment! Was zum Teufel geht hier ab? Und wo ist Frank? Hey! Warum kommen die jetzt... Achso, der eine hat bestimmt die Wachen geholt, ne? Feiersau. Okay, du kennst das ja. Oh, und das ist heute für dich gekommen. Wirf mal einen Blick drauf. Wird wichtig sein. Ist doch relativ wichtig. Mama war gestorben, während Francesca mich besuchte. Statt für einen guten Arzt und ein Hochzeitsgeschenk ging jeder Penny, den ich besaß, für die Beerdigung drauf. Na super. Oh Mann. Mr. Galanti will dich sprechen. Komm mit. Okay. Wie war nochmal dein Name? Schön, dich zu sehen. Alfredo? Was ist passiert? Die Iren wollten ihre Chancen verbessern. Ein paar von ihnen haben Pepe gestern aufgelauert. Das waren mehr als nur ein paar. Wir sollten ihnen diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Was habt ihr denn vor? Pepe hat sich was ausgedacht. O'Neill trainiert gerade. Und zwar Mutterseelen allein, hinten bei den Hanteln. Keine Wachen, weit und breit. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Brich ihm ein paar Knochen, wie sie es bei mir gemacht haben. Alles klar? Ja, alles klar. Na dann, komm mit. Hals- und Beinbruch. Aha. Der Himmel sah doch gerade noch so blau aus. Wenn Wetter oder? Kommt, gebe ich laut. Okay. Wie gewittert's denn jetzt? Dann los, zeig's ihm. Hey, O'Neill. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut. Ich mit dir auch. Sehr schön. Dann gibt es jetzt erstmal was aufs Fressbrett. Komm her, Tussi! Hier gleich, Tussi. Nochmal. Fester. Okay. Wenn du willst. So. Ganz nett, Tussi. So. Mama hat mich schlimmer vermöbelt. Guck mal. Ja, hast du nicht drauf? Läuft, würde ich sagen. Läuft. Komm her. Schnucki. Diesmal sind keine Wärter da, die dir helfen können. Oh, fuck. Da habe ich zu früh die Deckung fallen lassen. So. Oh, hätte ich da jetzt schon? Da hätte ich schon. Oh, okay. Alles klar. Scheiße, bist du aus Beton? Musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süße. Nee. So süß bin ich jetzt auch nicht. Von wegen. Diesmal reite ich die Penner. Ältere Tour. So. Da nochmal. Und nochmal da. So. Ey. Davon war nicht die Rede. Das ist kein fairer Boxkampf. Das ist... Okay. Es wurde alles geregelt. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite.
Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir, Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit der aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das. Ich krieg auch Ärger? Nein, nein, nein. Wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling, während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Ich will auch probieren. Okay. Bin ich mal gespannt, wie lange wir noch im Knast verweilen müssen. Kapitel 7. In Gedenken an Elf Potenza. Galante hatte nicht so viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen grüner als zuvor. Ein bisschen. Die Damen haben auch andere Sachen an. Es gibt... Junge, es gibt richtig viele neue Autos. Huch. Keiner gesehen. Oh. Oh. Oh, das ist aber... Alter, komm schon. Das hätte die PS4 aber hingekriegt, oder? Oder nicht? Na klar. Horizon Zero Dawn hat's auch hingekriegt, oder nicht? Also, naja, was soll's. Mal erstmal gucken, was hier der gute Job. Ja, guck mal, wir waren jetzt knapp 7 Jahre, 6,5 Jahre im Knast. Haben wir uns hier direkt... Oh. Direkt verlaufen. Ist er da? Vito! Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein. Okay. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du... Okay, was ist mit der Musik los? Ah, hier. Kann man immer brauchen. Warum? Was hast du jetzt vor, wo du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt.
Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. Ach, komm schon. Die Musik ist echt... Wir nehmen meinen Wagen verbuggt. Und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, ja. Keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Ja. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie gut. Wird dir gefallen. Das wollen wir mal hoffen. Gut. Leute, ich glaube, das kleine Musiksample hier ist ein bisschen verbuggt. Ja, wir können die Folge sowieso beenden. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sehen wir uns erstmal unser neues Apartment an, schätze ich. Also, Leute, bis später, macht's gut und ciao.